Ein Hallöchen und recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Workers and Resources. Jo, wir haben noch ein Problem. Und zwar ein Heizungsproblem, tatsächlich. Wärmetauscher klein. Und zwar, warte mal, Fernwärmepumpe. Wir könnten da noch was anschließen. Wobei aber, ich finde das so tricky. Das ist ja nur eine Pumpe, das ist der Wärmetauscher, ne? Aber warum? Möglichst Bedarf aller angeschlossenen Gebäude höher als Bereitstellung. Oh. Oh. Aber, warte mal, Wärme. Ja, okay, er schwankt ein bisschen tatsächlich. Also wir sollten vielleicht nochmal so einen Wärmetauscher bauen, glaube ich. Das ist, glaube ich, echt, boah. Netzwerk. Ja, das ist so ein bisschen... Wärmetauscher. Es wäre geil, wenn er einem das direkt anzeigen würde, wie viel er gerade hier verballert, ne? Aber das wäre, glaube ich, echt nicht schlecht. Aber ist gut, dann werden wir das jetzt erstmal hier hinbauen. Fernwärmepumpe. Die werden wir dann da nochmal hinbauen. Die verteilt das ja dann quasi einfach nur. Genau, das ist dann erstmal die nächste Baustelle. Und was noch dazu kommt, ist unter anderem, dass wir das Kieswerk wieder aufbauen müssen. Genau, aber das ist cool. Er baut das direkt wieder dahin. Das ist schon mal sehr gut. Neuer Fahrzeugtyp verfügbar. Juckt mich erstmal nicht. Wie sieht's hier aus? Hier wird fleißig produziert. Hier haben wir mittlerweile auch 42 Tonnen auf Lager. Und dann können wir jetzt auch sagen, ab 40 Tonnen würde ich sagen. Weil dann transportiert er ja trotzdem. Also von daher. So, was sagt mein Kieswerk? Mein Kieswerk. Mein Speicher. So. Knapp 900 Tonnen. Da liegt nichts mehr. Da liegen noch 8 Tonnen. Da noch 9. Ja, das sind alles nur noch ein paar. Hier noch 14 Tonnen. Da wird auch noch geerntet. 5 Tonnen. 5 Tonnen. Da ist noch gar nicht geerntet. Da wird gerade erst angefangen, oder? Jo, da wird gerade erst angefangen. Aber ist gut, das kriegen sie doch eigentlich ganz gut weg. Wir müssen die LKWs nur noch auf die Reihe kriegen. Genau. Was macht er? WLAN. Ja, holt wieder 6,5 Tonnen Essen ab. Aber ich glaube, ich könnte rein theoretisch noch einen zweiten LKW kaufen. Denke auch, ne? So, abgedeckte Ladefläche, Gesamtkapazität. Nehme diesmal einen davon. Arbeitslosigkeit zu hoch. Und keine Kneipe besuchen. Ja, ich weiß, ich muss jetzt erstmal hier so ein bisschen Baustellen beseitigen. Aber das geht halt nun mal nicht von jetzt auf gleich.
kommt ja schon wieder 60 Arbeiter da rein. So, jetzt wieder zack, 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 zack. Völlig crazy. Ja gut, die Frage ist natürlich, wie ist jetzt hier der Nährstoffgehalt, ne? Aber ich bin ja am Forschen. War am Forschen. Wo war das denn? Hier forsche ich gerade gar nichts, warte mal. Autos für loyale Bürger, große Monumente. Halten wir jetzt erstmal frei. Würde ich vorschlagen. Sekunde. Ach, was habe ich denn da gemacht? Was habe ich denn geforscht? Also ich weiß, dass es irgendwas mit Dünger zu tun hatte. Ich meine, es wäre irgendwas mit Dünger gewesen. Kunstdüngerfabrik. Kompostieranlage. Aber gut, dafür müsste ich erstmal Müll trennen, ne? Das kommt ja dann nochmal dazu, das trenne ich ja gerade noch gar nicht. Können die jetzt eigentlich mittlerweile Müll trennen, oder? Das so sagen, brennbarer Müll, sonstiger Müll, keine Ahnung. Was ist denn sonstiger Müll? Ich glaube, ich habe zu wenig Müll, das da hier. Ein Müllwagen oder Absatzcontainer, das ist der Schneeflug. Was haben wir denn da? Schneeflug, einen normalen Müllwagen. Da ist aber auch, also wir haben zwei Müllwagen. Ja, ist bei 75 Tonnen. Lass uns doch einfach mal ins Overlay reingucken. Das ist doch viel einfacher. Es ist aber an sich erstmal gerade alles noch im grünen Bereich, sagen wir es mal so. Wobei hier oben, ja, dann nähert es sich so langsam dem Ende. Dann müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen Abhilfe schaffen. Genau, dann müssen wir dann aber auch hier das mal so machen. Dann wird das noch besser. Genau. So, und das sieht soweit schon mal ganz gut aus. Ich weiß nicht, ist irgendwas da hinten schon einmal im Kieswerk angekommen? Nicht schon was. Arbeiter auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr gut.
Ja, keine Sportart. Da müssen wir natürlich auch mal ein bisschen nachlegen, ne? Ulstadion. Ah nee, nicht so was Großes. Ja, so eine Sporthalle? Nee, warte mal. Hallenbad habe ich schon, ne? Guck mal hier, Schule. Können wir doch hier nochmal so eine kleine Sporthalle hinbauen? Dann haben wir die auch erledigt. Schule ist klar. Kneipe haben wir auch immer noch. Und Kultur. Kino haben wir noch nicht. Warte mal kurz. So. Genau, ein Kino machen wir dann noch dahin. Und eine Kneipe brauchen wir noch. Ja, guck mal hier, ein kleines Strandcafé ist. Das wäre doch auch was hier. Ist zwar kein Strand, aber... Das spielt ja keine Rolle. Ja, wir arbeiten daran. So, wie sieht es hier drüben dann aus hier? 800 Tonnen. Also die hauen ordentlich immer so weg, ne? Das müssen wir mal ganz klar sagen, ne? Die ballern ordentlich raus, die Jungs. Also ich mag es zu bezweifeln, dass das bis nächstes Jahr hält. Also da noch irgendwie eine Alkoholproduktion mit dran zu packen. Keine Chance. Vor allem nicht. Ich weiß ja nicht, wie der Nährstoffgehalt bis nächstes Jahr ist, ne? Das kommt ja dann auch nochmal dazu, ne? So, wo ist da? Ja, wenn er doch gerade repariert wird, ist doch alles gut. Wichtig ist nur, dass er repariert wird. Aber sie pflanzen mit an. Man sieht's hier. So, hoffentlich gehen die jetzt aber bitte auch in die Werkstatt rein, dass das hier ein bisschen Fahrt aufnimmt hier. Ja. So, warte mal. Ah, jetzt ist er schon wieder unterwegs. Konnte kein Essen bekommen. Ja, denke ich, einkaufen, Junge. Ist doch genug Essen da. Was willst du denn, ey? Neuen Kipper? Ach, für Dollar. Bringt mir eh nichts. Ein Gelenkbus. Icarus 180, okay. Eine neue Lok. Da sind wir aber meilenweit von entfernt. Okay, pass mal kurz auf. Das
geht soweit. Das ist schon mal ganz gut. Dann können wir nämlich jetzt Folgendes machen. Fernwärmerohr. Ja, das funktioniert ja ein bisschen semi-gut. Ich dachte, ich krieg da... Man sollte auch ein unterirdisches legen, Markus. Ah, Mann, 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 Mann. Einmal mit Profis arbeiten, sage ich euch. Einmal mit Profis arbeiten. So, das sieht ja somit ganz gut aus. Ja, würde ich sagen, können wir so bauen, ne? Auf geht's. Kriegt eine hohe Priorität natürlich, ne? Was macht mein Kies weg da hinten? Na, wir sind schon wieder zu 28%. Fehlt Beton. Und da kommt der erste Schnee. Und wir haben immer noch nicht genügend Schneeflüge für alles. Aber dann ist das halt so. Jetzt würde ich mal ganz kurz mal gucken. Importkosten. So, wir importieren ja jetzt kein Dingens mehr, ne? Jetzt nehmen wir mal Export. Guck mal, mit Essen haben wir letzten Monat 7000 Rubel gemacht. Also diesen Monat bis jetzt. Also wir haben insgesamt 14000 eingenommen. Ausgaben, ja, sind aber ein bisschen höher. Was macht allgemein mein Kredit? Oh, dann habe ich nicht wirklich viel von zurückgezahlt und ordentlich Geld ausgegeben, ey. Mhm. Das ist echt nicht schön, ey. Wir müssen ganz dringend mehr Essen verkaufen. Fruchtbarkeit liegt wieder bei 13%. 16. Forschungsprogramm abgeschlossen. Okay, was haben wir denn noch? Mülltrennungskampagne. Erneuerbare Energien. Kunstdünger. Müllverbrennung Kraftwerk. Brennung von Metallschrott. Lass uns erstmal Mülltrennung machen. Das finde ich erstmal ganz wichtig. Weiß ich nicht, 65 Kinder kundig, weil es keine Schule gibt. Wollen die mich jetzt verarschen oder was? Da ist die Schule, Alter. Beweg deinen Arsch dahin. Oh, die erreichen die Schule tatsächlich gar nicht. Aber warum erreichen die denn die Schule nicht? Die haben sie doch vorher erreicht. Denke ich. Naja, liegen schon mal Bretter. Das ist schon mal sehr viel wert. Ich habe noch zu wenig Schneeraumdienste. Da müssen wir nochmal...
auch noch mal ein bisschen was machen. Was macht er denn, ne? Achso, er hat nur geräumt. Aber guck mal, sie sind aber 96%, also sie fällt auf jeden Fall ein bisschen ab. Und hier ist halt, ne, 5%, 50% davon ist Bauschutt. Na, guck mal, können wir Kies raus. Cool. Aber so viel Bauschutt haben wir ja tatsächlich gar nicht, ne? Ne, das stimmt. So viel ist es tatsächlich gar nicht. Aber ist immer gut, wenn immer gemischter Müll fehlt, dann wird der hier auch nicht zu voll, dann hält sich das momentan alles so ein bisschen in der Waage. Das ist schon mal sehr ordentlich. Bin ich schon mal ganz froh, glaube ich. So, die fahren zum Kieswerk runter, das ist alles super. Wo fahren die hin? Achso, die switchen immer hier hin und her. Ob das irgendwas bringt, ich habe keine Ahnung. Ich find's einfach nur cool. Ja, die arbeiten ganz gut, hauen aber auch ordentlich raus, ne? Also ja, Fruchtbarkeit 18%. Bis Februar wird schwierig, ne? Da ordentlich auf Fruchtbarkeit zu kommen. Ja, dann ist halt mal ein Jahr eine Auswahl weniger. Ich kann es nicht ändern. Also was wir natürlich noch machen könnten. Wir könnten hier eine Brücke rüber bauen. Dass wir hier drüben noch Felder anbauen, das wäre vielleicht noch eine Alternative. Wo man drüber nachdenken könnte. Eventuell. Lass uns die bitte auch mal kurz einmal auf hohe Priorität setzen. Wie geht's denn beim Kieswerk da hinten eigentlich? Ah, da wird da viel Beton rübergefahren, ne? Da fehlt aber noch ein ganzer Haufen. Da sind sie auch fleißig zugange. Also hier ist schon mal alles da, damit das gleich schon mal gelegt. Das ist schon mal sehr gut. Geht auf jeden Fall gut voran. Ich habe Personal dabei, das ist sehr ordentlich. 12 Bürger konnten kein Essen bekommen. Leute, geht einkaufen. Ich hier 46 Leute und das läuft alles gerade. Alles super. Schlechten Wetter ist geschlossen. Okay, das war jetzt ein bisschen. Ich glaube, kontraproduktiv, dass ich hier so ein Strandcafé hingebaut habe. Ja, gut, das wusste ich nicht, dass man das nur im Sommer betreiben kann. Aber okay. Jetzt habe ich wieder was dazugelernt. Ist egal. So, ist jetzt hier alles abgeerntet, ja, ne? Okay, das ist schon mal sehr gut.
mal, für einen Dollar würde ich sogar mehr dafür kriegen. Prozent, 25%, 16%, 15, 15, 15, 20, 20, 92. Echt schwierig, ne? Einfach mal entspannen. Wenn es mal ein Jahr keine so gute Auswahl gibt, dann ist das so. Vielleicht klappt es ja dann doch irgendwie noch. So, hier fehlt noch Stahl, mechanische Bauteile. Aber alles super. Okay, da ist schon mal Kies. Da ist noch kein Kies. Fertiger Fußweg. Okay, und der ist fertig. Da fehlt noch der Kies, aber jetzt ist der hier fertig und jetzt können wir mal gucken, wie das aussieht mit Schule. Immer noch nicht tatsächlich. Aber er kommt doch da bis zur Uni. Warum geht er dann nicht? Pass auf, dann lass uns noch mal hier vorne. Haben wir auch noch mal einen Fußweg. Lass uns den noch mal machen. Hohe Prio. Hohe Prio. Genau. Dass wenn der anläuft. Ja, wir gucken mal. Aber cool, mein Kieswerk ist auch zur Hälfte bald fertig. Dann können wir auch wieder Leute zum Kieswerk schicken. Wie viel Kies habe ich noch auf Lager? Oh, 600 Tonnen. Also ich habe ordentlich was verballert. Tatsächlich. Also die können noch ordentlich exportieren, also das ist an sich noch ganz ordentlich. Gut, ich kaufe gerade auch wieder viel Stahl ein, ne? Und vor allem auch hier, ne? Noch Kohle und all den ganzen Kram, das kostet ja auch einen Haufen Geld. Fleißig im Vor. Ich komme mit dem ganzen Forschen und komme ich gar nicht hinterher, ey. So, da ist Material da. Da wird auch ordentlich gebaut. So, jetzt müssen wir nur noch das mit dem verbinden. Und dann haben wir das. Ja, hier fehlt einfach nur Kies, ne? Gut, dann einfach geduldig warten. Wird schon irgendwann kommen. Wie sieht's denn aus mit der Kredit? Immer noch 900.000, ey. Also wir halten uns gerade noch so ein bisschen wacker, aber wir kaufen
Veganer aber echt zu viel ein. Wobei ich ja echt gut Essen verkaufe, ne? Das ist ja nicht das Problem. Beziehungsweise auch verkaufen kann, also. Ich glaube, ich sag mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt so den ganzen mache, dann würde ich 30% machen. Das reicht an sich eigentlich erstmal. Und ich kaufe, glaube ich, sogar noch einen dritten LKW davon. Vor allem ist er auch ein bisschen günstiger und vor allem jetzt auch schneller. Dann nehmen wir 3 Stück davon und kann man mit 3 LKWs jetzt Essen exportieren. Und da die auch ganz gut produzieren gerade wieder. Weil ihr seht ja so, das Lager wird immer voller und voller. Ich komme mit den 3 LKWs nicht hinterher, ne? Einziges, was das Problem ist, die Pflanzen. Gut, dass ich da keine Alkoholproduktion mit hingebaut habe, sonst hätte ich ein Problem. Dann wird das nämlich definitiv nicht reichen. Ja, guck mal, hier sind 73 Leute drin ohne Schulabschluss, ne? Also, wir müssen einfach mal um Kies machen. Ja, mal Schüler und Studenten mit einmal. Ja gut, was wir auch noch machen könnten. Den schon einmal fertig machen. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Hier fehlt nur Personal. Da fehlt noch Kies. Da ist gerade nichts zu reparieren. Vielleicht soll man da auch mal einen großen Bus, glaube ich, draufsetzen. Immer so kleine Bus. Ja, 96. Immer noch bei 75. Also alles. 25. 30. Ja, 75% Fruchtbarkeit, denke ich, ist schon. Sollte schon ganz gut sein, denke ich. Naja, 97, 25. Ich glaube, das wird dieses Jahr mal eine Aussaat, die wird relativ gering werden. Und unser Geld nähert sich dem Ende. Das ist nicht gut. Okay, mein Kieswagen frisst gerade Stahl ohne Ende und das kostet ja auch richtig Kohle. Kostet alles richtig, richtig Kohle. Also ganz ehrlich, dass die kein Essen bekommen können, das können die mir nicht erzählen. Die brauchen nur hier sowas zum Supermarkt laufen. Also die produzieren echt fleißig, ne? Hauen jetzt aber auch gut Essen gerade weg. Aber pflanzentechnisch ein bisschen was haben wir noch. Wir müssen mal gucken natürlich, ne? So,
96,38. So, pass mal auf. Was wollte ich jetzt? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es gerade selber nicht. Ich weiß es selber nicht, was ich wollte. Genau, keine Sportart teilnehmen. Ja gut, das bauen wir später im Kino hin. Ah genau, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Und zwar wollte ich gucken, was mein Kiesweg macht. Ist denn jetzt ausgebaut? Die kommen immer noch nicht zur Schule. Geht ja auch gar nicht, weil da noch was fehlt, aber der ist fertig. Deswegen läuft da gerade auch keiner lang. Also, jetzt muss da echt erstmal ein Bus hinkommen, der da ein Personal hinliefert, um das dann fertig zu bauen. So, und wie sieht jetzt aus? Negativ. Gut, der ist noch nicht fertig, da warten wir noch mal drauf. Und dann wollen wir mal gucken, wie das dann aussieht. Genau. Dann wollen wir doch mal gucken. 37.000. Aber wir gucken nochmal unter Wirtschaft und Handel. Inländische Produktion und Verbrauch. Produktion von Ressourcen. Essen. Läuft gut. Holz läuft gut. Also, das ist so das, was wir halt quasi produzieren gerade. Import. Export von Ressourcen sind wir jetzt gerade bei knapp 10.000 Rubels. Import sind wir bei knapp 30.000, also wir machen 20.000 minus gerade. Pi mal Daumen. Weil wir noch zu viel einkaufen quasi. Ja, das ist gerade nicht so. Nicht so schön, muss man sagen. Das ist nun mal sowas nicht so schön. So, das Lager leert sich auf jeden Fall. Was haben wir denn? 38 Minuten. Ja, wir gucken mal. So, was mich jetzt aber noch interessiert, der ist noch nicht fertig, ne? Den würde ich ganz gerne mal ganz kurz gucken. Der Bus ist auf jeden Fall unterwegs, das heißt, das müsste der hier sein, ne? Warte dabei. 19 Arbeiter, das müsste eigentlich gut funktionieren, dass das bis dahin schnell fertig ist. Okay, ich lasse jetzt mal ganz kurz einmal ein bisschen langsamer laufen. So, jetzt mal ganz kurz nochmal gucken. Also, Moment. Habt immer noch nicht, ne? Das ist doch echt ein Witz, ey. Muss ich erst die Straße auf Kies noch umbauen, dass es schneller geht? Ich glaube, ne? Ich glaube, da müssen wir das mal im Frühjahr mal in Angriff nehmen, dass wir da mal eine Kiesstraße draus machen. Ja gut, Helene, da würde ich sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir das mit der Heizung hier in den Griff kriegen. Das sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Ich denke, das könnte klappen. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.